diesen letzten Augenblick. Küsschen, Küsschen, Küsschen. Kannst du ruhen. Verdammt. Ja. Meine Eve. Ist das nicht unsere Trainerin? Danke. Ich habe keine Ahnung. Jetzt kotzt sie. Alles voller Kotze. Noch eine Bitte an dich. Meine Erinnerungen. Oh, fuck. Mother Sphere. Kannst du sie hier schicken? Hätten wir sowieso gemacht. Weil es EP gibt. Der Memory Stick denn zerstört? Jetzt, wo er schon kontaminiert ist? Nein, das wird er nicht. In diesem Fall werde ich zwischen den Sternen ins All schweben. Taki! Sie würde gerne heulen, aber das Design der Brille sagt nein. Es, Taki. Also die ersten Bosse waren extrem schwer, aber hier geht's, finde ich. Für immer. Wenn man es halt ein bisschen vorbereiten kann. Dann geht der normale Dingsbums. Ich habe irgendwie ganz viel gekriegt. Das war's. Wir haben noch so viele Nebenquests offen. Also wenn die Hauptstory jetzt durch wäre, wäre das okay. Obwohl, na, weiß nicht. Ich habe 70 Euro für den Scheiß bezahlt. Ich finde es halt auch immer schade, dass es immer so sein muss. Die Spiele müssen für 70, 80 Euro auf den Markt kommen und dementsprechend müssen sie das und das an Story-Dingsbums bieten. Ich fände es geiler, wenn die Spiele ein bisschen kürzer rauskommen könnten. Sie war ein Mitglied des Landetrupps, das und nicht, dafür nicht so teuer sein müsste. Das wäre in meinen Augen eigentlich ist ganz geil. Es muss nicht hier das Spiel so ultra lange 300 Stunden aufwärts sein. Dürfte ich mal den Memory Stick sehen? Hier. Weißt du, so ein Spiel, was 8-9 Stunden geht, wäre okay. Und wenn man sagt, hier, komm, weißt du was, 30 Euro, passt schon. Hm. Das wäre in meinen Augen. Fühlt sich anders an als der Nativer Älteste. Ich sehe vage den Umriss eines Nativers mit schwarzen Schwingen. Schwarze Schwingen? Von ihm wurden Taki und ich angegriffen. Ja, das muss er sein. Aber wieso? Ich fühle den Hass, aber ich kann nicht seinen Ursprung erkennen. Wieso? Wieso hasst er uns? Es ist nicht ungewöhnlich, dass sich Menschen und Nativas derart bekämpfen. Aber das... Kannst du ihn ausfindig machen? Das ist mir unter den Aber die Firmen gönnen sich lieber 70 Euro und geben dir trotzdem möglich. Nur... Ja, wahrscheinlich. Selbiges gilt auch für den anderen Alpha-Nativa. Na schön. Besorgen wir noch eine Hyperzelle. Na gut, es war erst der zweite. Wohin verschlägt's uns diesmal? Die Hyperzelle befindet sich im äußersten Osten der Wüste, in Ebbes-le-Voir. Das wird erneut nicht leicht werden. Na dann los. Oh, ja. Ich finde auch, dass solche Riesenspiele keinen Wiederspielwert haben. Horizon Zero Dawn hat zwar Spaß gemacht, aber zum Beispiel Forbidden West war einfach eklig. Und ich würde da zum Beispiel die anderen Spiele, die nicht so kurz, die nicht so lang sind, die haben richtig krassen Wiederspielwert, finde ich. 20XX zum Beispiel. Wie du aus eigener Erfahrung weißt, wird das kein leichter Kampf werden. Dessen bin ich mir bewusst. Aber ich verspreche, ich werde ihn aufspüren und er wird dafür bezahlen. So eine Gelegenheit wirst du aber nicht zweimal bekommen. Was?
hast du gesagt? Schon gut. Bereiten wir uns einfach auf Le Voir vor. Kommt zum Unterschlupf, wenn's losgehen soll. Ich mache noch ein paar Nebenquests, aber what the fuck? Was hat der gelabert? Ich weiß immer noch nicht, was BU, was ich damit machen soll. Naja, machen wir noch mal ein paar Mini-Quests. Du bist der Engel. Du verstehst das nicht. Du hast ja alles. Du hast Macht. Deshalb kannst du deine Mission fortführen, ohne aufzugeben, trotz aller Zweifel. Ich bin mir nie sicher, ob ich meine Mission allein schaffe. Aber es muss getan werden. Ich muss es tun. Deshalb gebe ich nicht auf. Das ist alles. Wie auch immer. Warum sagst du sowas? Ich bin ein Sünder. Ich habe meine Kameraden im Stich gelassen, um meine eigene Haut zu retten. Der Albtraum verfolgt mich. Der Native hat Blitze in alle Richtungen verschossen. Sie sind einer nach dem anderen gefallen. Die Bowlingkegel. Hilflos. In dem Moment waren mir die Expedition und meine Kameraden einfach egal. Ich habe mich versteckt und bin nach Zion abgehauen, während uns der Hauptmann Zeit verschafft hat. Ich bin ein Feigling. Ich kann nicht mal meine Kameraden rächen. Ich habe genug gehört. Die Sache hat mit Neltibas zu tun und das kann ich nicht ignorieren. Wohin wart ihr unterwegs? Zu den verschütteten Ruinen in der großen Wüste. Ein echt schrecklicher Ort. Okay. Ich nehme jetzt erstmal so viele Aufgaben an, wie ich kann. Und dann gucken wir mal. Ich weiß gar nicht, wir haben auch schon 2 Uhr. Hey, geht es dir gut? Was ist mit diesen Spielsachen passiert? Die sehen alle aus, als wären sie kaputt. Ich weiß nicht mehr, was ich noch tun soll. Das ist alles verloren. Wenn ein Spiel lange geht und man gut Spielzeit hat, muss man es ja nicht unbedingt wieder spielen. Ja, das ist korrekt. Es tut mir so leid. Ich habe keine Ahnung, wer Jade ist, aber erzähl mir, was los ist. Was willst du denn? Wer bist du überhaupt, dass du mir Hilfe anbieten willst? Ich bin Eve, Mitglied des Landetrupps. Auch wenn das gerade völlig egal ist. Ein Engel? Und jetzt bietet mir auch noch ein Engel Hilfe an? Das habe ich wohl nicht anders verdient. Was? Warum tust du das? Es muss doch irgendetwas passiert sein. Ich hatte mal eine jüngere Schwester. Als der Himmel einstürzte, starb sie. Und ich einfach diese ausdruckslose Gesicht. Wie grausam von Mothersfield. Ich habe seitdem immer allein mit ihrem Memory Stick gelebt. Und dann habe ich von diesem Ort namens Zion gehört. Als wir dann die große Wüste durchquerten, habe ich den Memory Stick in einem Teddybären versteckt, damit er in Sicherheit ist. Aber dann habe ich ihn bei einem Native-Angriff verloren. Oh, das ist scheiße. Der Teddy wurde von einem Sandsturm erfasst und einfach mitgerissen. Das ist... Ja, seitdem habe ich sämtliche Teddybären dieser Art von den Scavengern hier gekauft. Doch es war alles umsonst. Ah, das macht Sinn. Siehst du, ich habe Dutzende, Hunderte durchsucht. Das ist ja geil. Eine einzige Spur von Jade. Und jetzt habe ich nichts mehr. Das ist meine gerechte Strafe. Da ich Ambilight im Fernsehen habe, es tut mir so leid. Bewegt sich das ich bin so dumm. Licht von der, Sonnentür mit. Kuscheltier versteckt. Die große Wüste. Sandstürme. Okay, das ist cool. Ein Teddybär. Jetzt, wo du es sagst, ich glaube, ich habe so einen Teddybären schon mal gesehen. Im unterirdischen Versteck von Matrix 11 in der großen Wüste. Soll ich mal nachsehen? Nur für den Fall? Das ist doch sinnlos. Es bringt nichts. Ich habe diese Strafe verdient. Ich weiß nicht, ob es eine Strafe von Mother Sphere oder das Werk irgendwelcher anderer Götter ist.
Wenn wir das Outfit wechseln sollen, sag Bescheid, ne? Hier runter? Wahrscheinlich. Du bist Engel. Was treibt denn ein Engel in The Last Gulp? Willst wohl ein bisschen Musik hören, hm? Könnte ich dich auch fragen. Ich dachte, du wärst am Schrott sammeln oder tauschen wie gewöhnliche Scavenger. Ja, das würde ich auch tatsächlich tun. Wenn mein Partner nicht alles versaut hätte. Er hat den verbotenen Bereich betreten, weil er groß absahen wollte. Für Sion und das Geschäft. Meinte er zumindest. Das ist die Höhle des Teufels. Deshalb sind dort auch verlorene Schätze. Höhle was? Ja, die Höhle des Teufels. Eine unterirdische Kammer erfüllt vom Brüllen der Netibas. Ich habe mich hier sogar genähert, um meinen Partner zu finden. Aber bin dann wie ein Feigling umgekehrt. Danach konnte ich unmöglich einfach als Scavenger weiterleben. Ich sehe nicht tatenlos zu, wenn es um Netibas geht. Ich helfe. Was? Wieso? Was springt für dich dabei raus? Aber ich lehne das natürlich nicht ab. Alles, was ich wissen will, ist, ob Tommy noch am Leben ist. Ich möchte einfach nur, dass du ihn findest. In Ordnung. Schick mir den Standort. Singt aber schön. Enya, was ist los? Eve. Was hast du? Du singst ja diesmal gar nicht. Naja, das liegt an Sue. Es ist eine Weile her, dass er hier war. Ich habe gehört, dass er eine andere haben soll. Meinst du, dass er vorhat, mich zu verlassen? Ich glaube nicht, dass er dich hintergeht. Mach dir keine Sorgen. Ist bestimmt nur ein Missverständnis. Wo hast du das überhaupt her? Ich habe es von Bo erfahren, das ist Sus Kollege. Eve, tut mir leid, dich damit zu belästigen, aber ich kann doch wegen meiner Beine nicht von hier weg. Wahrscheinlich würde ich dich deswegen verlassen. Könntest du dich für mich mal umhören und vielleicht rausfinden, was da los ist? Na klar, werde ich tun. Wenn er fremd geht, schneide ich ihm den Lümmel ab. So besorgt zu sein. Vielen Dank, sehr lieb von dir. Ach, zu der würde ich auch nicht nein sagen, Tsui. Dieses Metallgestell ist auch hot. Kantig, klobig. Was macht ein Engel hier? Ich habe gehört, du erzählst Unwahrheiten über Sue. Was? Oh, richtig. Vermutlich hast du das von Enya, oder? Aber das ist im Moment eher nebensächlich. Ich habe Sue schon seit einigen Tagen nicht mehr gesehen. Wie war das? Sue hat einfach seinen Posten verlassen? Er ist eigentlich nicht der Typ für sowas. Ich glaube auch nicht, genau, dass er die das Enya... Das ist mein Gedanke. Ich frage mich... Ich glaube auch nicht, dass er Enya einfach verlässt. Ich muss den genauen Hergang untersuchen. Weißt du, mit wem sich Sue ohne Enyas Wissen getroffen hat? Ich kann es nicht sicher sagen. Sie waren weit weg. Ah, verstehe. Das macht's kompliziert. Vielleicht will er eine andere klatschen, um Sue Beine zu kriegen.
kann ich mir gut vorstellen. Finde die Frau, die mit Sus Verschwinden in Verbindung steht. Na super. Wie soll ich denn das hinkriegen? Schätze hier? Nein, die interessieren mich nicht. Ich werde meine Schätze niemals rausrücken. Hörst du? Niemals. Hey, ganz ruhig. Ach, vergiss es. Was zum Geier? Durchwühlt hier meinen Laden. Ich. Zum 10. Mal. Ich verkaufe euch rein gar nichts. Einen Augenblick mal. Ja, genau. Du bist ein Engel. Wieso ist mir das nicht gleich aufgefallen? Weil du ein Arschloch bist. Was ist denn? Weißt du, was das Wichtigste in dieser verdammten Stadt ist? Ressourcen? Ja, Ressourcen. Genauer gesagt, Energie. Leute wie wir würden es nicht wagen, der Stadt Strom abzuzapfen. Der einzige Weg ist, etwas zu finden, das wir für uns selbst nutzen können. Und das soll heißen? In der großen Wüste gibt es ein altes Verteilersystem. So viele Nebensionen. Naja, warum nicht? Das ist kein Ort, in dem Leute wie ich einfach reinmarschieren können. Eine falsche Bewegung und du kommst nie wieder lebend raus. Aber irgendetwas ist da auf jeden Fall. Eine Energiequelle, so etwas wie eine Fusions- oder Hyperzelle vielleicht. Engel, du schaffst das. Du könntest uns eine Energiequelle besorgen. Du hilfst mir, ich helfe dir, wir helfen Zion. Mach das und alle profitieren. Alle profitieren? Ich denke eher, du bist hier der Einzige, der was davon hat. Hm? Adam, sich das mal anzusehen ist keine schlechte Idee. Okay. So, wo bin ich denn jetzt? Geradeaus. Ich will nochmal mit der Kleinen sprechen. Die Stadt hat Hoffnung. Das ist doch schön. Engel. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Hey, ich will dir doch nur kurz eine Frage stellen. Warum bist du auf einmal so abwesend? Ich suche einen Sentinel namens Zu. Weißt du da etwas? Sag mir nichts. Noch nie von ihm gehört. Wenn das alles war, verschwinde endlich. Weißt du das etwa nicht? Du wirst von den Leuten der Todesengel genannt. Das wusste ich tatsächlich nicht. Na gut. Warum ist sie so sauer auf mich? Erst waren sie alle so nett und dann frage ich danach. Kann ich dir sonst noch behilflich sein? Nein, Maya. Danke. Ist dem so? Ich hoffe, du hältst mich auf dem Laufenden, wenn es was Neues gibt. Warum ist sie erst lieb und jetzt böse? Hier laufen nur Frauen rum. Interessanterweise. Verwahrlost, geschwächt und deprimierend. Engel? Kannst du mir vielleicht eine Frage beantworten? Kennst du zufällig einen Sentinel namens Zu? Ich möchte wissen, wo er steckt. Nein, ich, Die wissen alle, wo der steckt, da bin ich mir ziemlich sicher. Nein, kenn ich nicht. So, wie die sich verhalten? Alles? Ich hab nichts Falsches getan. Ich kenne meine Rechte. Okay. Danke für deine Kooperation. Die wissen bestimmt alle, wo der ist. Nur die Guten sterben, Jung. Es ist nicht schön, aber so ist die Welt nun mal. Hast du einen Moment Zeit? Ich würde dich gern etwas fragen. Ich kann nicht fassen, dass ein Engel mit jemandem wie mir redet. Schieß los. Wie kann ich dir helfen? Ich suche einen Sentinel namens Zu. Ich wäre dir für jede Info dankbar.
Du meinst die Wache am Memoria Plaza? Da fragst du echt die Falsche. Warum? Was ist denn los? Er wird vermisst. Und ich versuche, ihn zu finden. Oh nein. Ich sage dir sofort Bescheid, wenn ich etwas hören sollte. Die ist aber nett. Die ist wirklich nett. Kann ich dir sonst noch behilflich sein? Nein, Maya. Danke. Ist dem so? Ich hoffe, du hältst mich auf dem Laufenden. Da ist der Engel wieder. Du schon wieder. Hey, Olle Frauen. Ich wurde schon oft genug getäuscht. Jemand wie du will uns helfen? Psst, zieh schon Leine. Kann ich dich etwas fragen? Engel? Ich suche jemanden. Weißt du irgendwas über ein Sentinel? Warum sind die auf einmal so toxisch? Sentinel? Ich weiß nichts und ich will auch nichts wissen. Über einen Sentinel sprechen, schlechtes Omen. Na gut, danke dir trotzdem. Ich habe das Gefühl, dass so wie die sich verhalten, wissen die zu 100%, was abgeht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie irgendwas über den wissen. Hallo, Engel. Hi, Kaya. Wie läuft der Laden? Mir geht's gut, dank dir. Ich wünschte nur meine Schwester. Engel? Was ist denn los? Nicht so schüchtern, erzähl's mir. Naja, es ist so. Natürlich bin ich dankbar, dass du hier bist, aber ich habe eine kleine Bitte. Okay. Also, ich weiß, dass es äußerst gefährlich war, den Koffer zu holen. Meine nächste Bitte ist vielleicht noch gefährlicher als die erste. Ach komm, der Koffer war doch ein Klacks. Es geht um deine Schwester. Hab ich recht? Den Koffer habe ich mit der linken Titte balanciert. Meine Schwester und ich haben den Norden der großen Wüste erkundet. So ein Monster hat uns aufgelauert. Wir sind weggerannt und wurden dabei getrennt. Ich bin immer weiter gerannt und auf direktem Weg zurück nach Zion. Nach diesem Tag hat Man uns allen verboten, jemals wieder in die große Wüste zu gehen. Engel, ich spüre, dass meine Schwester noch am Leben ist. Ja, ist ja gut, wir suchen danach. Das ist alles. Sie braucht doch bloß jemanden, der ihr den Weg nach Hause zeigt. Könntest du nach ihr suchen? Für mich? Bitte? Kaya, das... Na schön. Du sagtest, im Norden der großen Wüste? Ja, Engel. Ich werde meine Schwester wiedersehen. Nur dank dir. Tja, wenn sie doch im Eimer ist. Wir bringen sie zurück, willkommen, so in einem oder in mehreren Stücken. Engel! Wir sehen uns in... Willkommen! Ich will mal gucken. Material. Missionsgegenstände. Verfügbare Gegenstände. Schallgranate. Modifikation. Kaya, ich müsste dich da mal etwas fragen. Na dann hau raus. Gern, Engel. Was ist denn? Ich suche ein Sentinel namens Sue. Hast du nicht kürzlich mit ihm gesprochen? Woher weißt du das denn? Na endlich. Sue ist verschwunden. Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du mir bei der Suche helfen würdest. Du meine Güte. Wie soll ich sagen? Also, dieser Sentinel Sue hat nach einer Unterkörper-Exospine gesucht. Für medizinische Zwecke. Natürlich gibt es so etwas äußerst Seltenes nicht hier bei uns. Ich habe ihm deswegen gesagt, dass er sowas nur findet, wenn er an einen Ort geht, wo während des Krieges Vorräte gelagert wurden. Wie in der Nähe des Solarturms im Öl. Hat er erwähnt, was er mit der Exospine genau vorhat? Hat nur gesagt, dass sie jemand dringend benötigt. Ich weiß auch, wer das war. Was er mir verraten hat. Oh, Engel. Ich hoffe wirklich, dass ihm nichts Schlimmes zugestoßen ist. Das wissen wir auch, mit welcher anderen Dame er gesprochen hat. Vielen Dank, das war sehr hilfreich. Nein, ich kann mir
mir schon denken, was Zug vorhat. Ja, ich auch. Er will unbedingt dafür sorgen, dass Enya laufen kann. Ich habe dabei ein ganz mieses Gefühl. Oh ja. Was willst du jetzt tun? Etwa nach ihm suchen? Hatte ich vor. Muss ich wohl erstmal zu dem Solarturm im Ödland, den Kaya erwähnt hat. Hab ich auch vor. So, das machen wir jetzt alles Stück für Stück. Ich will das Spiel mal richtig genießen. Hallo du, wie geht's dir? Möge Mother Sphere dich segnen. Ja. Dass ich dich hier treffe, habe ich Mother Sphere zu verdanken. Sie hat meine Gebete erhört. Okay. Wenn du nur wegen Mother Sphere den ganzen Weg zur Erde auf dich genommen hast, dann wirst du dir meine Bitte doch bestimmt anhören. Was denn? Ich habe einen Bruder, ein guter Kerl, so gläubig wie ich, wenn nicht noch mehr. Leider hat er es nicht rechtzeitig aus Aedas Seven rausgeschafft, als die Stadt unterging. Mhm. Aedas Seven. Nun, es wäre töricht zu glauben, dass er überlebt haben könnte. Aber ich hätte zumindest gern sein Buch der Erzählungen. Es hat ihm sehr viel bedeutet. Ich fände es halt tatsächlich geil, wenn für du uns die Buch mehr wert als unser eigenes Gegenstände Leben. Schon da wären. Ohne die zu triggern. Mein Bruder hat in der Bibliothek von Aedas Seven gearbeitet. Und wenn du die Dinger so dann einsammelst, kenne, kannst du dir bis zum Ende Aufgaben dazu später halt holen. Das Buch beschützt. Bitte, bring mir das Buch der Erzählungen aus der Bibliothek. Es sollte leicht zu finden sein. Auf dem Einband ist ein goldener Kreis eingraviert. Na gut. Danke. Und sei dir sicher, Mother Sphere wird über dich wachen. Das wäre cool. Aber leider werden die meisten Gegenstände erst nur dann gespawnt, wenn du die Quest halt auch schon hast. Was ich ein bisschen schade finde. Nein, keine Dose. Gibt's hier noch irgendwelche Alter Schwede. Ganze Menge Nebenquests. Okay. Du hast dich wohl verlaufen. Scheint, als wäre der Engel doch nicht in jeder Hinsicht perfekt. Vermeide so gut es geht dunkle Gassen, wenn du kannst. Engel, die Gruppe, die es auf dich abgesehen hat, versteckt sich vermutlich dort. Diese kleinen Wichser. Schon wieder. Bist du hier? Wir haben wohl eine Art Verbindung. Mach auf mich an, so was willst du, Roxanne? Siehst du das da? Cooles Ding, oder? Das ist ein Wachturm. Ich will ihn reparieren. Ich soll dir helfen, eine so gefährliche Waffe zu reparieren? Ernsthaft? Ja, er ist gefährlich. Aber nur in den Händen des Feindes. Das ist ein interessanter Ansatz. Würde das Game nur definitiv einfacher machen. Natürlich ja, ich weiß nicht. Brauchen ihn vor allem die Sentinels. Würde einfach nur halt. Zeit sparen. Und außerdem habe ich für dich ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst. Nicht ablehnen? Sagt wer? Jetzt zier dich doch nicht so. Den Bürgern wird damit geholfen, oder? Und vielleicht überzeugt es dich, wenn du im Gegenzug diesen Körperkern bekommst. Was? Woher hast du? Ganz ruhig. Pass jetzt gut auf. Tief in der großen Wüste wirst du etwas äußerst Gefährliches vorfinden. Das ist mein Körperkern. Der fehlerhaft agiert. Zerstöre ihn und bring mir den internen Algorithmus-Chipsatz. Damit kann ich den hier reparieren. Für dich ist das doch keine große Sache, Engel. Na schön. Aber ich mache es für die Menschen von Seil. Deine Finanzen kümmern mich nicht. Abgemacht. Ein Gewinn für uns beide. Ich weiß nicht. Körperkern. Dieses Gerät sollte dringend überholt werden.
Egal. Es sollte helfen zu verstehen, wie... Oh, shit. Der Auftrag wird nicht leicht. Ja, wird alles nicht leicht. Reichen 5 aus? Ich muss zur Eingabeeinheit zurück. Die Abwurfkapsel, in der Lilly gefangen war. Ich glaube, ich weiß wo. Mich töten? Was soll ich davon halten? Das glaube ich ja nicht. In jemand privates Tagebuch herumschnüffeln. Ich werde diesen Arschlöchern, die meine intimsten Gedanken gelesen haben, niemals verzeihen. Diese dämlichen, missratenen Höhlenmenschen. Finde heraus, wer das getan hat und töte sie. Lass ihre Memoristik zu Asche verbrennen. Warum kann ich das nicht annehmen? Alter, 10.000 Gold. Warum lehnt ihr das automatisch ab, außer doof? So, gibt's hier noch irgendwas? Nee. Blöd. Ach ja. Engel? Engel! Oh wei. Lass das. Ich bin kein Engel. Ich bin ein Kind? Engel? Der nette Mann da drüben hat mich gebeten, dir das zu geben. Was ist das? Keine Ahnung. Aber ich habe einen Auftrag erledigt. Mach's gut. Ich war ganz nah an dem Engel dran. Oh. Sehr seltsam. Irgendein Kind zu schicken, statt selbst zu mir zu kommen. Was ist das für ein Programm? Verzeih mir, dass ich meine Identität auf diese Weise verheimliche. Ich habe gehört, dass der untere Teil von Eidos 7 und von Petros Plaza wegen der Überschwemmung nicht erreichbar ist. Das hier ist ein Wiederherstellungsprogramm zur Kontrolle des defekten Kanalisationsgeräts. Hiermit kannst du das Wasser aus dem Blase entfernen und dich im Lagerhaus 77 umsehen. Du wirst wissen, weshalb ich dich darum bitte, wenn du dort bist. Petelos Plaza. Oh, hat das was mit dem überfluteten Einkaufszentrum zu tun? Das habe ich mir schon fast gedacht. Was für ein schwammiger Auftrag. Klingt nach einer Falle. Kann sein. Das finden wir schon raus. Was soll ich tun? Weird. Neue Mission. Ach, das ist die Halle von diesem Alten, ne? Na komm, nehmen wir die auch noch mit. Dann machen wir mal eine Runde Nebenmission. Vielleicht mache ich die offscreen. Ich weiß nicht, ob die euch interessieren oder nicht. Ich mag ja ganz gerne Nebenmissionen, wenn sie halt interessant gestaltet sind. Schon mal hier bin. Wo ist der Gegenstand? Jetzt mal Pipi machen und dann gucken wir mal, was es damit auf sich hat. Thank you.
So, da bin ich wieder. Mit einem schwierigeren Rätsel. Warte mal. Ja, da bestimmt noch. Jetzt keine Lust, ständig mein... mein aktuelles iPhone da die ganze Zeit für so einen Scheiß zu benutzen. So. Nehme ich mal mein altes. Das sollte ausreichen. Müsste das jetzt einfach nur mal nehmen? So. 37... mal 21. Nö. Hä? Das verstehe ich nicht. Löse das Rätsel. Ja, aber wieso 928? Das verstehe ich nicht. Nee, das verstehe ich wirklich nicht. Es gibt halt auch nicht wirklich einen großartigen Hinweis, ne? Beim letzten Mal waren es halt die Zahlen, die man plus nehmen musste. Drei mal sieben sind 21. Mal drei sind... Ja, das macht keinen Sinn. Obwohl, warte mal.
3 mal 7 gleich 21 mal 21 mal 21. Ne, es macht auch keinen Sinn. Das verstehe ich nicht. Drauf geschissen. Das ist der falsche Weg. Ich will trotzdem... Ich muss zurück zu Adam. Oh, muss ich erst zu dem zurück, ey. Ist unglaublich. Ich hab's nicht verstanden. Dem Weg zur Oase Netiba-Futter werden? Was soll ich tun? Hey, hör auf, sowas zu denken. Warum willst du zu einer fucking Oase? Engel, das tut mir schrecklich leid. Ich wollte wirklich nicht springen. Versprochen.